Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In gewohnter Point of View Perspektive möchte ich euch heute einmal den Sonax Extrem Polster und Alcantara Reiniger vorstellen. Ich habe den nicht geschenkt bekommen, ich habe den nicht bezahlt bekommen. Ich möchte ihn einfach mal vorstellen, weil ich weiß, es gibt Leute, die Flecken im Sitz haben, so wie ich, und die sich fragen, wie kann ich den günstig entfernen. Und dazu möchte ich euch jetzt einmal hier diesen Polsterreiniger vorstellen, beziehungsweise einmal kurz zeigen, was man damit auf schnell erreichen kann. Mir ist immer wichtig in meinen Videos, weil viele auch keine Garage haben oder keine eigene Waschbox haben oder sonstiges, dass immer alles, was mit Auto zu tun hat, so relativ schnell geht oder dass das jeder zu Hause selber nachmachen kann. Und von daher möchte ich euch das Zeug jetzt einmal vorstellen und zeigen. Dazu gehen wir jetzt ins Auto. Viel Spaß mit dem Video. Ja, und das ist das, was ich euch gerne zeigen wollte. Ja, wir gehen jetzt so vor. Wir machen die Stelle erstmal nass. Sprühen dazu mit dieser Sprühflasche hier auf diese Stelle aus. Wir sehen, das verschwindet schon. Man soll das dezent nass machen. Das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt würde man im Anschluss diesen Polsterreiniger eben auftragen. Ich nehme jetzt hier das rote Tuch, sprühe erstmal hier auf die, nachdem ich geschüttelt habe, auf die Fläche diesen Schaum auf. Ja, keine Sorge, der macht nichts kaputt im Innenraum. Der ist verträglich. Und lasse das kurz einwirken. Und jetzt gehe ich hier mit dem Mikrofasertuch daher und reibe das über diese verschmutzte Fläche. Natürlich muss man, wenn man jetzt eine grobe Verschmutzung hier vorher hat, erstmal absaugen und so weiter. Das haben wir jetzt ja hier nicht. Ich reibe das jetzt hier so raus. Riecht sehr angenehm, muss ich sagen. Also nicht irgendwie sehr, sehr, wie soll man sagen, künstlich oder so. Und dann müssen wir den Schritt gegebenenfalls noch mehrere Male wiederholen, bis der Fleck komplett verschwunden ist. Wir müssen jetzt erst einmal ein paar Minuten warten, um dann gleich mal zu sehen, wie das Ergebnis geworden ist. So, wir haben jetzt einige Zeit gewartet. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ihr müsst den Schwamm oder das Tuch müsst ihr nass machen vorne. Dass wenn ihr hier schön verreibt, dass er das ja quasi passig dann auch abnimmt. Ich sehe jetzt aktuell hier keine Verschmutzung mehr. Möchte das aber auch nicht einfach so stehen lassen, weil der Sitz ja jetzt relativ nass ist. Dementsprechend würde ich quasi einmal in der Zeit vorspringen und würde euch einfach nochmal zeigen, wie sieht das nachher aus, wie sieht das nach ein paar Stunden Trockenzeit aus. Sonax sagt, man soll das auch einwirken lassen, was wir jetzt gar nicht großartig gemacht haben. Aber wir gucken mal, wie das Ergebnis wird. Seid gespannt. Ich bin selber gespannt. Ja, ihr Lieben, ich habe ja gesagt, ich melde mich noch mal mit dem Ergebnis. Und ich habe es tatsächlich viel zu kurz einwirken lassen. Wir gucken mal gerade, zack. Schalt noch mal gerade die Kamera um. So, und da seht ihr, ein ganz bisschen ist noch da. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte es etwas länger einziehen lassen sollen. Ihr habt ja gesehen, ich habe es nur wirklich unter 10 Sekunden draufgelassen. Das ist zu wenig Wirkzeit. Und deswegen seht ihr, das ist hier alles nicht gespielt. Ne? Ich mache da jetzt noch mal ein bisschen was drauf und dann zeige ich euch nachher das Ergebnis, weil ich weiß, das wird hundertprozentig gut werden. So, dann noch mal wichtig. Lappen hier feucht machen. Und dann wollen wir jetzt mal gerade noch ein bisschen was von dem Sonax Reiniger drauf geben. Schütteln wäre nicht schlecht. So. Ja, schöne Sauerei hier. Aber es ist ja nicht schädlich. Und das lassen wir jetzt mal ein bisschen einwirken. So, der Reiniger ist jetzt richtig schön eingezogen. Wie gesagt, ich mache jetzt hier nochmal das Mikrofasertuch feucht und nehme dann den überschüssigen Rest ab. Ja. Man kann es auch, wie gesagt, richtig einreiben mit einer Bürste, aber das ist jetzt bei so einer kleinen Verschmutzung, ist das nicht notwendig. Und
Von daher haben wir damit jetzt eigentlich ein gutes Ergebnis erzielt. Aber trotzdem möchte ich euch das Ergebnis bzw. das Gesamtergebnis dann später nochmal gerne zeigen. Also bis so, dahin. Hier ist das Endergebnis. Ich habe die Zeit genutzt, habe bei mir in der Garage aufgeräumt und damit bin ich jetzt echt zufrieden. Wir sehen, also ich sehe hier keine Flecken mehr und so kann man das Auto auf jeden Fall wieder vernünftig sauber durch die Gegend bewegen. Ja, ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und lasst dann dementsprechend auch einen Daumen nach oben da. Den Link zum Produkt packe ich euch in die Beschreibung mit rein. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo da. Und wenn das bei euch geklappt hat oder wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.